بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollen heute inshallah ta'ala die Schlacht von Badr abschließen. Wir haben bisher zweimal über die Schlacht von Badr gesprochen gehabt. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, wir beschäftigen uns seit einigen Monaten mit der Biografie, mit der Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, haben die gesamte mekkanische Phase und auch die die Zeit vor der Geburt unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam ausführlich behandelt gehabt, haben uns mit der Hijra beschäftigt, haben uns mit der Ankunft des Propheten in Medina beschäftigt und haben jetzt begonnen, über diese erste entscheidende militärische Auseinandersetzung zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Muslimen auf der einen Seite und den Mushrikun, den Polytheisten und Götzendienern der Quraysh auf der anderen Seite, haben begonnen, uns mit dieser Auseinandersetzung zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und wir haben das letzte Mal aufgezeigt gehabt, wie es jetzt ganz konkret zur Schlacht kam und wie eigentlich die Schlacht ausgegangen ist. Und zwar, dass obwohl die Muslime in der Unterzahl gewesen wären und eigentlich gar nicht vorbereitet gewesen waren auf diese Schlacht und es eigentlich um etwas ganz anderes zunächst erst einmal ging, nämlich die Karawane der Quraysh, in denen sich die Vermögensgüter der Muslime befanden, anzugreifen, Allah subhanahu wa ta'ala für die Muslime etwas anderes wollte. Und zwar wollte, dass es zu einer Entscheidung kommt, einer wesentlichen Entscheidung kommt zwischen den Quraysh auf der einen Seite und den Muslimen auf der anderen Seite. Wir dürfen nicht vergessen bei der ganzen Sache, dass es nicht die Muslime gewesen sind, welche mit den Aggressionen begonnen hatten, sondern dass die Muslime sich im Grunde genommen nur wehrten. Und diese Aggressionen auch nicht auf sich beruhen lassen wollten. Sie wurden vertrieben. Die Quraysh haben ihnen und ihrem Verbündeten, den Medinensern, verboten, nach Mekka zu reisen, um dort die Pilgerfahrt zu vollziehen, obwohl Mekka offen war für alle Menschen. Die Quraysh haben die Muslime in Medina angegriffen. Sie haben zuvor all ihre Vermögensgüter konfisziert, das heißt für sich behalten und ihnen abgenommen. All das hat dazu geführt, dass die Muslime sich wehren mussten. Und es kam jetzt zu dieser Auseinandersetzung in Badr, wo ca. 318 Muslime über 1000 oder ca. 1000 der Quraysh, den Polytheisten unter den Quraysh gegenüberstanden. Unter den Quraysh waren wichtige Anführer der Quraysh gewesen, wie Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf und andere. Und einige von ihnen haben auch in dieser Schlacht den Tod gefunden, wie wir es das letzte Mal aufgezeigt hatten. Wir haben aufgezeigt gehabt, wie es zunächst erst einmal zu den Einzelkämpfen kam. Drei von den Muslimen auf der einen Seite gegen drei von den Quraysh auf der anderen Seite. Und wie dann Allah die Muslime unterstützt hat, durch Engel, welche er herabgesandt hat, durch Regen, der herabkam, mit dem sie sich noch einmal reinigen konnten und der ihre Füße festigte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam intensiv die ganze Nacht durch Dua gemacht hat, und wie dann am Ende Allah subhanahu wa ta'ala die Minderheit gegen die Mehrheit obsiegen lassen hat und zum Sieg geführt hat. Wie viele Gefallene gab es auf der Seite der Quraysh? Könnt ihr euch noch erinnern, für diejenigen, die da gewesen waren? Wie viele sind von den Quraysh gefallen? Insgesamt 70. Wie viele wurden gefangen genommen? 70. Auf muslimischer Seite waren es gerade mal wie viele gewesen? Hast du vielleicht auch aufgeschrieben?
Auf muslimischer Seite, wie viele sind auf muslimischer Seite gefallen? 14. 14 Männer sind auf muslimischer Seite gefallen. Also im Vergleich zu den Quraysh, ja, eine kleine Anzahl, das obwohl die Muslime in der Minderheit gewesen waren. Wir haben gesagt gehabt, dass Abu Jahl getötet wurde in dieser Schlacht. Wir haben gesagt gehabt, dass Umayyah ibn Khalaf, der unter anderem Bilal radiallahu anhu gefoltert hatte, ebenfalls getötet wurde, und zwar direkt nach der Schlacht. Er wurde gefangen genommen und Bilal radiallahu anhu hat ihn daraufhin getötet. Und es sind noch einige andere gefallen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Gefangenen umgegangen? Eine ganz wichtige Frage. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat, wie er es auch schon zuvor gemacht hat, die Worte Allahs umgesetzt, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, und berate mit ihnen in der Angelegenheit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte von Allah ta'ala noch kein konkretes Gebot gehabt, wie man eigentlich mit Gefangenen umgehen soll. Und dementsprechend standen alle Optionen offen. Und übliche Optionen damals bei den Arabern war was gewesen, dass man Kriegsgefangene unter anderem tötet und hinrichten lässt. Oder dass man sie freilässt gegen ein Lösegeld. Oder sie sogar freilässt ohne ein Lösegeld. Aber in der Regel war was gewesen, dass man sie tötet und dass man dann die Frauen und Kinder versklavt. Das war damals das Übliche gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er fragte nun seine Gefährten, insbesondere diejenigen, welche bekannt gewesen waren für ihre Meinung, wie sollen wir umgehen mit den Gefangenen in Quraysh? Wir haben 70 Gefangene, was sollen wir mit ihnen machen? Umar ibn Khattab war bekannt gewesen für seine Härte. Er war bekannt gewesen dafür, dass er sehr strikt war, wenn es um Entscheidungen solcher Art ging. Und seine Meinung war gewesen, o Gesandter Allahs, wir sollten ein Exempel anhand dieser Gefangenen statuieren und den Quraysh zeigen, dass wir uns nicht unterdrücken lassen und wir sollten sie hinrichten lassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er fragte Abu Bakr as-Siddiq und einige andere, was ist deine Meinung diesbezüglich? Woraufhin er sagte, o Gesandter Allahs, meine Meinung diesbezüglich ist, dass wir ein Lösegeld für sie verlangen und sie freilassen. Es handelt sich immerhin um Leute aus unserer Familie und vielleicht wird Allah subhanahu wa ta'ala sie zum Islam führen. Wofür entschied sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das war sein Wesen gewesen, so wie es Allah ta'ala auch im Koran beschrieben hat, dass er jemand war, der voller Barmherzigkeit ist und voller Güte ist. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er entschied sich für die Meinung von Abu Bakr as-Siddiq. Einige Tage später oder nach einiger Zeit, es wird nicht ganz genau gesagt wann, kam Umar ibn Khattab auf den Propheten zu und er sah, wie er und Abu Bakr as-Siddiq weinten. Und er fragte, was ist los? Warum weint ihr? Wenn es etwas gibt, dann weine ich mit, oder zumindest versuche ich zu weinen. Ja, ich versuche zumindest mit euch zu weinen. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala Verse herabgesandt hat. In welcher Sure würdet ihr sagen? Welche Sure war nochmal die Sure, wo es um die Schlacht von Badr geht? Al-Anfal, richtig. Sure Al-Anfal, die Sure Nummer 8. Dass Allah subhanahu wa ta'ala Umar ibn Khattab in seiner Meinung recht gegeben hat. Und sogar dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hinsichtlich seiner Entscheidung kritisiert hat. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala folgende Verse herabgesandt, die Verse 67 und 68 von Surat Al-Anfal. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ
Wallahu azizun hakim. Einem Propheten steht es nicht zu, Gefangene zu nehmen, wenn er nicht auf dem Schlachtfeld im Kampf gesiegt hat. So wird es hier übersetzt, aber die Übersetzung ist ein bisschen merkwürdig. Die Übersetzung von hier Max Henning und von, überarbeitet von Murat Hoffmann. Hatta yuthkhina fil ard. Ich werde mir nachher nochmal die andere Übersetzung anschauen. Ihr wollt die Güter dieser Welt, aber Allah will für euch das Jenseits und Allah ist mächtig und weise. Laula kitabun min Allahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun azim. Wäre nicht eine Bestimmung von Allah zuvor gekommen, so hätte euch für das, was ihr euch genommen hattet, gewaltige Strafe getroffen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Grunde genommen aufzeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier eigentlich in dieser Situation hätte Härte zeigen sollen. Aber dass er gleichzeitig für seine Entscheidung nicht belangt wird. Und was ist genau das, was Allah ta'ala bestimmt hat? Wäre nicht eine Bestimmung von Allah zuvor gekommen, ein Kitab, ein Buch, er hat es als Bestimmung übersetzt, so hätte euch für das, was ihr genommen hattet, gewaltige Strafe getroffen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wie es die Mufassirun erwähnen oder einige der Mufassirun, der Koran-Exegeten erwähnen, damit ist gemeint, dass wenn jemand sich in seiner Meinung anstrengt, Ijtihad macht auf Deutsch, auch ein Prophet, wo es keine konkrete Offenbarung gibt, dass Allah Ta'ala denjenigen, der sich anstrengt und dabei zu einem falschen Ergebnis kommt, dafür nicht bestraft. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, Allah zeigt uns hier was auf? Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht in allen Fragen eine Offenbarung erhalten hat. Nicht in allen Fragen. Und dass in den Fragen, wo er keine Offenbarung hatte, was tun durfte? Ijtihad, das heißt, er durfte sich seine eigene Meinung bilden auf Grundlage seines Wissens, was er zuvor von Allah erhalten hat. Und dass, wenn man dann zu einem falschen Urteil gelangt, Allah einen dafür nicht belangen wird, solange man sich angestrengt hat und wirklich versucht hat, sich auf die Quellen so gut man konnte zu stützen und versucht hat, sich anzustrengen, um diese Quellen richtig zu verstehen. Das nennt man dann Ijtihad. Und jemand, der das macht, heißt Mujtahid. Ein Gelehrter, der Mujtahid ist, ist ein Gelehrter, der alle Quellen kennt, der auch weiß, wie man diese Quellen auslegt, das heißt, der die Voraussetzungen hat, das Know-how hat, das Wissen dazu hat, sich es angeeignet hat durch ein Studium. Und dann bei einer Frage, zu der es kein konkretes Gebot im Koran gibt, kein eindeutiges Gebot im Koran gibt, versucht dann auf Grundlage seines Wissens ein Urteil zu fällen oder zu einer Meinung zu gelangen. Weil die Worte des Korans und die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sind begrenzt. Aber die Fälle, die es geben kann in dieser Welt, sind unbegrenzt. Es gibt unendlich viele Fälle. Und dementsprechend muss man was tun? Man muss eine Sache machen, die nennt man Qiyas. Das heißt, einen Analogieschluss. Ich muss gucken, was steht denn im Koran zu genau dieser Frage? Und wenn ich keine genaue Antwort finde, dann muss ich gucken, okay, ja, wie kann ich die Quellen verstehen, sodass ich im Grunde genommen eine Antwort für meinen ganz konkreten Fall finde? Und das ist dann die Aufgabe eines Muftis, eines Mujtahids, der diese Stufe erlangt hat. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns das sehr, sehr schön aufgezeigt, in einer bekannten Überlieferung von Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal. Und zwar schickte er Mu'adh ibn Jabal in den Jemen. Und er fragte ihn, wie wirst du urteilen? Bima tahkum. Woraufhin er sagte, ich werde zunächst erst einmal urteilen nach dem Buch Allahs. Also nach den Worten Allahs. Und dann fragte der Prophet ihm, was ist, wenn du darin nichts findest? Keine Antwort. Dann werde ich nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam urteilen. Und er fragte ihn, und was ist, wenn du darin nichts finden solltest? Dann sagte er, اجتهدوا رأيي ولا آلوا. Also ich werde meine Meinung benutzen und ich werde mich anstrengen und ich werde versuchen, mein Bestes zu geben.
Woraufhin der Prophet auf seine Brust schlug und sagte: Alhamdulillah, alladhi waffaqa rasula rasulillahi lima yuhibbu rasulullah. Alles Lob gebührt Allah, der den Gesandten des Gesandten Allahs, also Muaz ibn Jabal war er ein Bote gewesen, der den Boten, den Gesandten des Gesandten Allahs zu dem verholfen hat, was der Gesandte Allahs liebt. Und hier an dieses Beispiel sehen wir, der Prophet hat selbst Ijtihad gemacht, weil er hatte zu dieser Frage kein konkretes Gebot im Koran gehabt. Und Allah zeigt ihm auf, er hat eigentlich hier eher falsch gelegen in dieser Frage. Was nicht heißt, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht, dass es jemand falsch versteht, dass man unbedingt Kriegsgefangene töten soll. Nein, ganz im Gegenteil. In einer späteren Offenbarung oder in einer anderen Offenbarung zeigt uns Allah Ta'ala auf, wie wir eigentlich mit Kriegsgefangenen umgehen sollten. Und zwar in Surat Muhammad. In Surat Muhammad heißt es, فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. Entweder lasst ihr sie frei ohne Lösegeld oder ihr lasst sie frei gegen ein Lösegeld. Die Option des Tötens und des Hinrichtens wird hier gar nicht erwähnt. Und was kann man daraus entnehmen? Was ganz, ganz Wichtiges, dass man grundsätzlich Menschenleben oder Menschen, auch Kriegsgefangene, am Leben erhalten sollte. Und wir werden gleich sehen, wie die Muslime mit den Kriegsgefangenen umgegangen sind. Ganz, ganz wichtig. Aber dass in bestimmten Fällen, wenn es sich um Kriegsverbrecher handelt, um Menschen handelt, welche, wenn sie weiterleben sollten, wahrscheinlich immer wieder auch zum Krieg aufrufen werden, was wiederum zu mehr Blutvergießen führt, dass man bei bestimmten Menschen dann auch ein Exempel statuieren muss und auch dann Härte zeigen muss, was aber nur für bestimmte Ausnahmefälle gilt, aber nicht für alle Kriegsgefangenen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen, damit wir all diese Quellen miteinander in Einklang bringen können. Das heißt, der Islam ist auf der einen Seite eine Religion, die uns aufzeigt, wir müssen diese Barmherzigkeit und den guten Charakter und auch diese Nächstenliebe sogar gegenüber unserem Feind zeigen, wie wir es gleich sehen werden, inshallah ta'ala, anhand des Umgangs der Muslime mit ihren Gefangenen. Aber auf der anderen Seite muss man bei bestimmten Menschen auch Härte zeigen, weil diese Menschen nämlich deine Güte wie interpretieren werden? Als Schwäche. Es gibt Menschen, bei denen bringt Güte nichts. Menschen, die nutzen deine Güte aus und interpretieren sie als Schwäche und würden genau dasselbe noch einmal tun. Genau dasselbe noch einmal tun. Und bei solchen Menschen muss man Härte anwenden. Und hier gibt es einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auch in Bezug auf die Vergebung. Der Islam empfiehlt im Allgemeinen, dass ich vergeben soll. Wenn wir uns die Koranverse anschauen, dann sehen wir, dass der Koran uns immer wieder auffordert zu vergeben, dass وَأَنْ تَعْفُ خَيْرُ لَكُمْ, dass ihr vergebt, ist besser für euch. Grundsätzlich. Das ist die grundsätzliche Haltung eines Muslims gegenüber einem anderen Menschen, der dir Unrecht getan hat. Aber die Gelehrten sagen, es gibt Ausnahmen. Und die Ausnahme ist dann, wenn es sich um einen Menschen handelt, der durch die Vergebung noch mehr Unrecht tut. Und den ich durch die Vergebung dem ich durch die Vergebung die Möglichkeit gebe, dass er weiterhin anderen Menschen Unrecht tut. In diesem Fall ist die Vergebung nicht richtig und ist nicht angebracht. Und das gilt dann genau für diese Ausnahmen, für Menschen, die Kriegsverbrechen begehen. Menschen, die aus ihren Fehlern nicht lernen. Diese Menschen müssen bestraft werden. Und genau das ist es, worum es in diesem Vers ging. Weshalb Allah subhanahu wa ta'ala hier die Entscheidung von Abu Bakr oder die Meinung von Abu Bakr, für die sich der Prophet sallallahu entschieden hat, dann auch kritisiert hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann auch weinte, ja, gemeinsam mit Abu Bakr, dass sie falsch gelegen haben. Sallallahu alaihi wasallam. Ja, unglaublich. Der Koran ist unglaublich. Wenn man überlegt, derjenige, auf den der Koran herabgesandt wird, wird kritisiert durch den Koran. Wenn das nicht ein Beleg ist dafür, dass das wirklich die Worte Allahs sind. Jemand, auf den die Worte Allahs herabgekommen sind, wird durch diese Worte kritisiert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat alles verkündet. Er hätte es doch auch, wenn er ein Hochstapler gewesen wäre,
Wenn er nicht Amin gewesen wäre, das heißt nicht vertrauenswürdig gewesen wäre, hätte er das doch einfach verheimlichen können. Ich meine, warum sollte er sich selbst kritisieren? Aber er zieht sich zurück und weint gemeinsam mit Abu Bakr. Warum? Weil er einsieht, dass er einen Fehler begangen hat und weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür kritisiert. Allahu Akbar. Wenn das nicht ein Beleg dafür ist, dass er wirklich der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist ja nicht die einzige Stelle, wo er kritisiert wird. Wo wird er denn noch kritisiert? Es gibt noch mehrere Stellen, wo der Prophet sallallahu alaihi kritisiert wird dafür, dass er sich falsch entschieden hat. Es gibt noch eine ganz, ganz bekannte Stelle, eine ganz bekannte Stelle. In Surat Abasa, gleich am Anfang, Abasa wa tawalla. Er runzelte die Stirn und wandte sich ab. Es gibt manche aus Modernisten, also heutige Zeit, die sagen, ja, wie kann das sein, dass der Prophet das gemacht hat? Doch, Allah kritisiert den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es nicht böse gemeint. Sondern als der Blinde kam und er war blind gewesen, wohlbemerkt, er war blind gewesen, er konnte ihn gar nicht sehen, war der Prophet gerade beschäftigt gewesen mit wichtigen Persönlichkeiten aus seinem Stamm. Und er wollte sie zum Islam einladen. Und es kommt der blinde Mann und er stellt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Frage. Ich kann mich sehr gut in so eine Situation hineinversetzen. Du bist gerade beschäftigt, sprichst gerade mit jemandem und da kommt jemand, der dich jeden Tag sieht aus der Moschee. Und du bist gerade beschäftigt mit Gästen oder Leuten, denen du den Islam beibringen möchtest. Und dann kommt der und sagt, ich habe eine Frage, Sheikh. Und dann bist du in diesem Moment natürlich genervt. Du kannst doch jederzeit kommen, du siehst doch, dass ich gerade beschäftigt bin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, und kann das natürlich nicht vergleichen, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam war gerade beschäftigt mit Dawah und dann kommt Abdullah ibn Maktum, der blind war und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte nicht unterbrochen werden und runzelte die Stirn. Wohl bemerkt, er wusste, dass Abdullah ibn Maktum ihn gar nicht sehen konnte. Das heißt, er hat das Stirnrunzeln überhaupt nicht gesehen. Und hierfür kritisiert ihn Allah. Und sagt, du hättest dich lieber um ihn kümmern sollen, als irgendwelche Leute, welche den Islam so und so nicht annehmen wollen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er lernt daraus. Und jedes Mal, wenn er ihn trifft, sagte er zu ihm, Marhaban billadhi atabani fihi rabbi. Willkommen sei derjenige, für den mich mein Herr kritisiert hat. Ja, salam. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat eingesehen, dass er hier eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber versprochen ist versprochen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat eine Entscheidung getroffen in Bezug auf die Gefangenen von Badr. Und er akzeptierte auch jetzt ein Lösegeld. Wie hoch war dieses Lösegeld gewesen? Bei einigen, die mehr Geld hatten, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 4000 Dirham, 4000 Silberstücke verlangt. Bei anderen wie Al-Abbas, sein eigener Onkel, den er sehr, sehr liebte, ja, hat er 100 Auqiya genommen. 100 Auqiya sind auch, glaube ich, ich glaube, Silberbarren. Und es gibt hier eine schöne Geschichte mit Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Und zwar Al-Abbas, also sein eigener Onkel, er kommt zu ihm und sagt, Muhammad, ich habe nicht so viel, mein Neffe, ich habe nicht so viel. Ja, du weißt, dass wir wenig haben. Und dann meinte er, nein. Du hast doch mit al-Fadl dich unterhalten. Und du hast ihr gesagt, nimm mein Geld und verberge es dort und dort. Falls mir irgendetwas passieren sollte, dann kannst du das sozusagen, dann ist es an einem sicheren Ort. Und in diesem Moment merkte Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, ja, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass das niemand wissen konnte, außer er und seine Ehefrau. Und das war unter anderem ein Grund dafür gewesen, dass er später dann auch Muslim geworden ist. Und er hat dann von seinem eigenen Onkel ebenfalls Lösegeld verlangt. Er hat sich gesagt, das ist mein eigener Onkel und deswegen sozusagen verlange ich kein Lösegeld, denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat keinen Unterschied gemacht, ja, ob es sein eigener Onkel ist. Vetternwirtschaft gab es zur Zeit des Propheten nicht, sallallahu alaihi wasallam, oder ob es sich um jemanden Fremden handeln sollte. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sogar bei denjenigen, welche gar kein Geld hatten und welche auch nicht die Möglichkeit hatten, irgendetwas anderes zu bieten, hatte er sogar von einem Lösegeld komplett abgesehen, wie beispielsweise bei Al-Muttalib ibn Hantab al-Makhzumi oder Saifi ibn Abi Rafa'a und Abu Azza al-Sha'ir. Und Abu Azza al-Sha'ir ist jemand, der uns noch später begegnen wird, insha'Allah ta'ala, weil er nämlich diese
Geste des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht mit etwas Gutem erwidert hat, sondern indem er sich nämlich noch einmal beteiligt hat an einer Schlacht gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber das kommt dann später bei Iznillah azza wa jal. Andere Gefangene hatten kein Geld, aber sie hatten eine Fähigkeit. Nämlich welche Fähigkeit besaßen sie? Sie konnten lesen und schreiben. Und nicht alle zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam konnten lesen und schreiben. Und dementsprechend sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen, euer Lösegeld ist was? Dass ihr 10 von den muslimischen Kindern in Medina das Lesen und Schreiben beibringt. Allahu Akbar. Ein Prophet, der selber nicht lesen und schreiben konnte. Aber auf den die Worte Allahs herabgekommen sind, Iqra, lies als allererstes. Und auf den die Worte Allahs herabgekommen sind, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun und bei dem Schreibrohr und was damit geschrieben wird, das ist ein Prophet, der sehr großes Wert auf Lesen und Schreiben legt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er nutzte diese Fähigkeit dieser Gefangenen aus und sie haben wirklich 10 muslimischen Kindern das Lesen und Schreiben beigebracht. Allahu Akbar, was haben wir für eine schöne Religion? Ein Prophet, der darauf Wert legt, dass die Kinder, die muslimischen Kinder, schon von klein auf an lesen und schreiben können. Bildung, ein hohes Gut. Und es ist traurig mit anzusehen, in was für einer Situation wir Muslime heutzutage leben. Dass es leider immer noch eine sehr, sehr große Analphabetenrate in den muslimischen Ländern gibt. Ja? Sehr, sehr viele, insbesondere unter Frauen, aber auch unter vielen Männern. Und man fragt sich, subhanallah, was ist aus der Umma von Iqra geworden? Was ist aus der Umma von Iqra geworden, aus der Gemeinschaft von Lies? Was ist aus dieser Gemeinschaft geworden? Eine Gemeinschaft, welche leider kaum liest. Und wenn sie liest, häufig nicht versteht. Leider. Das liegt nicht daran, dass wir als Muslime dümmer sind als andere. Nein, es liegt einfach daran, dass wir falsche Prioritäten setzen. Und dass wir uns sehr, sehr stark entfernt haben von der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Prophet wird gesandt an ein Volk, wo die wenigsten lesen und schreiben können. Und er hat es geschafft, dafür zu sorgen, dass sehr viele in kurzer Zeit lesen und schreiben lernen. Und heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, aber leider nutzen wir diese Möglichkeiten nicht aus. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat aber zugleich auch was getan. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat zugleich aber auch darauf Wert gelegt, dass es den Gefangenen gut ging. Es gab einen unter den Gefangenen, der war ein bekannter Redner gewesen. Der konnte sehr, sehr gut reden. Der hieß Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr war ein eloquenter Redner gewesen. Und Suhail, er hatte hier eine Art, seine untere Lippe war gespalten gewesen. Und einige der Sahaba haben gesagt, zu denen auch Umar ibn Khattab gehört, O Gesandter Allahs, dieser Mann, der immer gegen uns redet, ja, zieh seine beiden unteren Zähne raus, oder seine Frontzähne, ja, seine Schneidezähne, zieh sie raus, damit dann seine Zunge immer raushängt und damit er nie wieder eine Rede gegen dich halten kann. Was antwortete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, La umathilu fayumathilu Allahu bi, Allahu Akbar. Was heißt denn das La umathilu? Was heißt La umathilu? At-tamthil bil-juthe oder at-tamthil bi-insan. Was heißt es? Dass ich einen Menschen sozusagen schände. Also dass ich sozusagen eine Leiche schände oder auch einen lebendigen Menschen zum Beispiel irgendetwas amputiere oder ihn verunstalte. Und der Prophet sagte, ich verunstalte niemanden. Weil sonst wird mich Allah verunstalten. Und in einer Überlieferung heißt es, wa in kuntu nabiyya, selbst wenn ich ein Prophet sein sollte. Das rächt sich. Es gibt Grenzen, die ich einhalten muss. Wir werden noch bei der Schlacht von Uhud sehen, die zweite große Schlacht, dass die Quraysh genau das getan haben. Die Quraysh haben den muslimischen Gefallenen ihre Nasen und Ohren abgeschnitten und sie aufgehangen. Haben die Leichen geschändet.
Hind bint Utba hat die Leber von dem Onkel des Propheten genommen, sallallahu alaihi wa sallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib, rausgeschnitten und von der Leber etwas abgebissen und wieder ausgespuckt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in seiner Trauer über die Gefallenen von Uhud und auch in seinem Zorn, sagte dann etwas, was er eigentlich so nicht sagen würde. Ich werde genau dasselbe tun, sobald ich die Chance dazu habe. Und kurz darauf offenbart ihm Allah subhanahu wa ta'ala genau wieder dieses Gebot, dass es ihm verboten ist, so etwas zu tun. Auch wenn der Feind so etwas macht, darf ich es nicht machen. Es gibt für mich moralische Grenzen, an die ich mich als Muslim halten muss. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ließ es aber nicht dabei. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er forderte von den Muslimen, dass sie die Gefangenen gut behandeln sollen. Warum? Weil das Allah verlangt hat. In welcher Sure verlangt denn Allah von uns Kriegsgefangene gut zu behandeln? Eine Sure, die viele von euch auswendig können. Es ist interessant auch, wie die Sure heißt. Passt irgendwie auch. Und gerade zum ersten Mal aufgefallen. Ja? Surat al-Insan, der Mensch, subhanallah. Der Mensch hat eine Würde, die muss ich wahren. Und wie heißt es in Surat al-Insan? Ja, wer kennt den Vers auswendig, wo es um die Kriegsgefangenen geht? Was sich unter anderem genau auf die Schlacht von Badr bezieht, was die Mufassirun, die Koran-Exegeten dann auch immer wieder erwähnen. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Und sie speisen, essen, ja, obwohl sie es selbst brauchen, lieben, sie brauchen es, sind darauf angewiesen, weil sie wenig haben. Ala hubbi, miskinen, einem Bedürftigen, wa yatimen, einer Weisen, wa asira, und einem Gefangenen. Innama nut'imukum liwajhillah. Wir speisen euch nur für das Antlitz Allahs. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Wir möchten von euch weder Vergeltung noch Dank. Und genau das haben die Muslime auch getan. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat verlangt, wie es authentisch überliefert wird, dass die Gefangenen gut behandelt werden. Und auf jeden Fall wird überliefert von Abu Aziz, das ist der Bruder von Mus'ab ibn Umair, der ebenfalls gefangen war, dass diejenigen, die auf ihn aufpassten, ihm immer das Mittagessen und das Abendessen gegeben haben und ihnen auch Brot gegeben haben und selbst nur Datteln gegessen haben. Die in Medina ist bekannt gewesen für Datteln bis in unsere heutige Zeit. Brot und Essen an sich war sehr, sehr rar gewesen. Und sie haben den Gefangenen Brot gegeben. Sie haben den Gefangenen Fleisch gegeben und haben selbst darauf verzichtet und einfach nur Datteln gegessen. Und das sind diejenigen, welche sie bekämpft haben zuvor und welche sie töten wollten. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verlangt hat, dass man sie gut behandeln soll. Allahu Akbar. Das ist das, was der Islam uns lehrt. Und das ist das, was der Prophet vorgelebt hat. Das heißt, es sind nicht einfach nur irgendwelche Gebote, theoretischen Gebote. Es ist nicht in irgendeiner Weise Idealismus, von dem man schreibt. Das ist wirklich geschehen. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorgelebt. Das haben die Muslime vorgelebt. Das ist ein Teil unserer Geschichte, auf die wir stolz sein können, alhamdulillah. Und wir wissen, wie in der Geschichte mit Kriegsgefangenen umgegangen wurde, bis in unsere heutige Zeit. Wir wissen, was passiert in Gefängnissen, wir wissen, was passiert mit Frauen, mit Kindern. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt uns auf, wie man Moral berücksichtigt, auch in kriegerischen Auseinandersetzungen. Das ist ein wahrer Gesandter Allahs. Und deswegen wundere ich mich immer wieder, wenn Leute den Muslimen vorwerfen, ja, euer Prophet hat gekämpft. Natürlich hat unser Prophet gekämpft. Aber die Frage ist die, wie er gekämpft hat. Ganz, ganz wichtig. Wird immer wieder gesagt, euer Prophet hat gekämpft, wie kann ein Prophet sein? Krieg gehört zur Menschheit, leider. Es ist einfach so. Und wir haben immer wieder Krieg. Nur die Frage ist die, wie verhalte ich mich im Krieg? Verhalte ich mich auch im Krieg moralisch oder nicht?
Weil es wird immer Menschen geben, welche Unrecht tun. Es wird immer Länder geben, welche andere Länder angreifen. Und die Frage ist doch die, was lehrt mich mein Glaube in solchen Situationen? Oder kann ich mich losmachen von jeglicher Moral, von jeglichen Geboten, nur weil ich in einem Kriegszustand bin? Was immer wieder geschehen ist, auch in der Geschichte. Und deswegen, Alhamdulillah, wir haben einen Propheten, der uns das vorgelebt hat, wie ich mich auch in solchen Situationen zu verhalten habe, die ebenfalls zum Menschsein gehören und die es in jeder Zeit und an jedem Ort dieser Welt gibt. Auch in unserer heutigen Zeit gibt es viele Kriege. Nur die Frage ist die, wie verhalten wir uns in solchen Situationen? Und wir sehen, dass sich leider viele Menschen, viele Soldaten und viele Länder nicht an das halten, was eigentlich international ausgemacht wurde und was der Islam schon vor 1400 Jahren uns Muslimen gelehrt hat und woran sich die Muslime, Alhamdulillah, über viele, viele Epochen hinweg auch immer wieder gehalten haben, größtenteils. Natürlich gab es auch Muslime, die Unrecht getan haben, gar keine Frage. Aber wir haben ein lebendiges Beispiel, wie man es richtig macht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es uns vorgelegt. Und deswegen, wenn euch jemand sagt, so ja, Islam, Krieg, und ihr habt einen Propheten, der Krieg geführt, sagt, ja, Alhamdulillah, darauf sind wir stolz. Weil wir nämlich jetzt wissen, wie wir uns im Krieg zu verhalten haben. Wir haben ein Vorbild. Und dieses Vorbild hat uns das gezeigt, und zwar in bester Weise. Und er hat es geschafft, die Moral zu bewahren, sogar in Kriegssituationen, so gegenüber Menschen, welche ihm Unrecht getan haben. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich jetzt auch denjenigen zugewandt, die von dem Muschrikun gefallen sind in dieser Schlacht. Wir hatten ja gesagt, es sind insgesamt 70 gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat die Leichnam nehmen lassen und sie wurden an einem Ort begraben. Es ist ein ehemaliger Brunnen gewesen, der kein Wasser mehr hatte. Ja? Und sie wurden dann dort sozusagen hineingeworfen in den Brunnen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wandte sich ihnen zu und er nannte sie Namen bei Namen und er sagte, ja Fulan ibn Fulan, oh so und so, Sohn von so und so, ja Fulan ibn Fulan, oh so und so, Sohn von so und so, ayasurrukum annakum ata'tum Allah wa Rasulah, seid ihr glücklich, dass ihr Allah und dem Gesandten gedient habt. Er meint damit eigentlich, dass ihr ihm nicht gedient habt. فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا. Wir haben das, was uns unser Herr versprochen hat, als Wahrheit vorgefunden. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. Und Allah hat euch versprochen, dass eine der beiden Gruppen euch gehört. Entweder die Karawane oder die Quraysh. Das hat sich, wie gesagt, bewahrheitet. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ. Habt ihr auch das vorgefunden, was euer Herr euch versprochen hat, dass es die Wahrheit ist? Einige Sahabe wie Umar ibn Khattab, immer wieder Umar, das ist interessant, sagten, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَحَ لَهَا. Wieso redest du dann mit Körpern, die keine Seele mehr in sich tragen? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, والذي نفس محمد بيده, bei dem, in dessen Hand Mohammeds Seele ist. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. Allahu Akbar. Ihr könnt mich nicht besser hören als sie. Ihr könnt mich nicht besser hören als sie. Aufgrund dieses Hadithes gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Können Tote eigentlich hören oder nicht? Ein Großteil der Gelehrten sagt, Tote können hören, was Lebendige an ihrem Grab sagen. Ein anderer Teil der Gelehrten, wie Aisha radiallahu anha, sagt, nein. Und Aisha hatte immer ihre eigene Meinung gehabt. Ja, sie war sehr selbstbewusst gewesen und hat gesagt, bei Allah, ja, Tote können nicht hören. Und Tote können auch nicht mit Lebendigen sprechen. Und sie stützte sich unter anderem auf den Vers, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Und du kannst nicht diejenigen hören lassen, die sich schon im Grab befinden. Dieser Vers, den kann man auch anders interpretieren. Was ist das Richtige? Ibn al-Qayyim und andere gehen auf diese Frage ein. Sie zeigen auf, es kommt immer auf die Situation an. Das heißt, es kann Situationen geben,
wo die Toten nichts hören können. Aber es kann auch Situationen geben, wo die Toten das ganz genau hören, was die Lebendigen sagen. Und wo sie auch spüren, wenn ein Lebendiger an ihrem Grab ist. Und wo sie auch sogar antworten und wo sie auch das Dua verspüren. Aber das muss nicht immer sein. Das muss nicht immer sein. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass dieser Alam al-Barzakh, dieses Leben in dieser Zwischendimension, zwischen dem diesseitigen Leben und zwischen dem jüngsten Tag, eine Welt für sich ist. Eine Welt, in die wir nicht genauen Einblick haben. Wo wir nicht ganz genau wissen, ja, wie das eigentlich jetzt ist mit diesem Verhältnis zwischen Seele und Körper. Der Körper ist teilweise schon verwest. Hat die Seele aber noch Kontakt zu diesem verwesten Körper oder nicht? Was ist, wenn der Körper an verschiedenen Orten verteilt ist? Ist dann die Seele überall oder ein Teil der Seele? Allahu A'lam, wir wissen es nicht genau. Kann auch sein, dass die Seele gleichzeitig an verschiedenen Orten ist. Ich meine, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was sagt er? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, dass sich die Seelen der Märtyrer inmitten von Vögeln befinden, welche durch das Paradies fliegen. Heißt es, dass die Seelen der Märtyrer jetzt keinen Kontakt mehr zu ihrem Körper haben? Wahrscheinlich können sie gleichzeitig an verschiedenen Orten sein oder vielleicht spielt dort unser Zeitverständnis, wie wir es kennen, überhaupt keine Rolle mehr. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment mit den Gefallenen und den Toten der Quraysh gesprochen hat und sie wahrscheinlich sogar geantwortet haben, auch wenn das aus diesem Hadith nicht ganz genau hervorgeht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat also jetzt die Toten der Quraysh begraben lassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat aber auch gleichzeitig diejenigen, die von den Muslimen gefallen sind, deren Angehörigen getröstet. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann auch zu einigen gegangen ist, zu den Hinterlassenen, und sie dann auch getröstet hat und ihnen aufgezeigt hat, dass sie eine hohe Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies einnehmen. Und jetzt abschließend, insha'Allahu ta'ala, zu der Schlacht von Badr etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Gefallenen und im Allgemeinen all diejenigen, welche an der Schlacht von Badr teilgenommen hatten, haben eine besondere Stellung bei Allah. Sie werden deshalb immer wieder bezeichnet, Badriyun. Bekommt immer den Zusatz Al-Badri, derjenige, der an der Schlacht von Badr teilgenommen hat. Und es gibt Überlieferungen, die darauf hindeuten, dass Allah Ta'ala den Leuten, die an der Schlacht von Badr teilgenommen hat, vergeben hat. Selbst wenn sie danach noch Fehler begangen haben sollten. Und hier gibt es die schöne Überlieferung von Hatib ibn Abi Balta'a, der ja eine Form von Hochverrat begangen hatte. Gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hatte nämlich die Aufgabe gehabt, ein Schreiben nach Mekka zu bringen, vor der Eroberung von Mekka. Und er wollte nach Mekka, um seine Familie zu warnen, vor der Eroberung von Mekka. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Offenbarung erhalten und hat dann Sahabe ihm hinterhergeschickt, die ihn aufgehalten haben. Und sie haben dann dieses Schreiben vorgefunden, in dem er seine Familie warnen wollte. Und er wurde dem Propheten vorgeführt. Umar ibn Khattab sagte, O Gesandter Allahs, lass mich diesen Verräter hinrichten. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, tu das nicht. Er hat an der Schlacht von Badr teilgenommen. Und vielleicht ist es so, وَلَعَلَّ اللَّهَ اِطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ. Und vielleicht ist es so, dass Allah Ta'ala auf die Leute von Badr geschaut hat und zu ihnen sagte, if'alu ma shi'tum fa'inni qad ghafartu lakum. Tut, was ihr möchtet, weil ich euch vergeben habe, aufgrund ihrer Stellung. Weil durch die Schlacht von Badr haben sie ihre Aufrichtigkeit unter Beweis gestellt. Und die Überlieferung zeigt auf, dass Hatib ibn Abi Balta'a das nicht getan hat, weil er Allah und den Gesandten verraten wollte, sondern er hat das getan in diesem Moment aus einer Form von Schwäche, und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm auch vergeben, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm ebenfalls
vergeben. Also wir sehen, die Schlacht von Badr ist eine ganz, ganz besondere Schlacht in der islamischen Geschichte und aus der man sehr, sehr viele Lehren ziehen kann. Deswegen haben wir uns auch so ausführlich mit dieser Schlacht beschäftigt. Wir werden uns ebenfalls sehr ausführlich noch mit der Schlacht von Uhud beschäftigen, weil die Schlacht von Uhud ebenfalls eine mindestens genauso wichtige Schlacht war, wo die Muslime eine Niederlage erlitten hatten, die sie dann noch gerade so abwenden konnten, aber eigentlich eine Niederlage erlitten hatten. Das aber inshallah ta'ala dann nach der Hajj bi'iznillah azza wa jal. An dieser Stelle möchte ich mich auch von euch nochmal verabschieden und um Verzeihung bitten, weil ich inshallah am Samstag inshallah nach Medina reisen werde, um dieses Jahr mit Allahs Erlaubnis und seiner Hilfe wieder die Hajj zu vollziehen. Und ja, so viel dazu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.